Hey Leute, ich habe mal wieder ein neues Parcours-Anfänger-Tutorial für euch. Ich werde euch heute den Armsprung bzw. auf Englisch Catlip zeigen. Den Catlip macht man immer dann, wenn das Hindernis entweder zu hoch oder zu weit weg ist, um direkt rauf zu springen. Dann landet man erst mit den Füßen gegen das Hindernis und greift dann oben rauf. Für den Anfang sucht ihr euch am besten eine Mauer, die ungefähr auf Gesichtshöhe oder Kopfhöhe ist. Stellt euch davor, ungefähr einen Meter entfernt, auf euer Absprungbein, schwingt das andere Bein ein bisschen, probiert mit dem Bein ungefähr auf Kniehöhe, also wenn ihr steht, ungefähr Höhe des Knies oder zwischen Knie und Hüfte, gegen die Wand zu gehen, in der Luft beide Füße zusammenzuführen und mit beiden Füßen gleichzeitig an der Wand zu landen. Erst wenn ihr mit beiden Füßen an der Wand gelandet seid, nehmt ihr die Hände mit dazu. Ich zeig's kurz. Also ungefähr einen Meter Entfernung zur Wand. Bein schwingen, nach vorne, anderes Bein in der Luft dazu nehmen, sodass ihr mit den Beinen, mit den Füßen nebeneinander nur mit den Fußballen die Wand berührt und dann mit beiden Händen oben an die Kante der Wand. Wenn ihr die erste Übung gut hinkriegt, können wir den Abstand und die Höhe der Mauer ein bisschen vergrößern. Das heißt, wir stellen uns jetzt mit geschlossenen Beinen ungefähr 1,5 Meter oder 2 Meter entfernt von der Mauer hin, springen mit beiden Beinen gleichzeitig ab, probieren die Beine vor den Körper zu bringen, sodass ihr zuerst mit beiden Füßen an der Wand landet. Probiert auch mit beiden Füßen gleichzeitig jetzt an der Wand zu landen. Das ist vorher mit einem Bein beim Absprung und einer kurzen Distanz schwieriger als mit einer längeren Distanz. Aber es ist extrem wichtig, dass ihr beide Füße gleichzeitig an die Wand bringt und auch ungefähr gleich viel Druck an die Wand bringt mit beiden Füßen, damit ihr wirklich den ganzen Schwung aus dem Sprung mit den Beinen abfangt an der Wand. Die Arme sind eigentlich nur dazu da, damit ihr dann nicht hinten runterfallt. Wenn auch die zweite Übung gut klappt und ihr wirklich das Gefühl habt, ihr fangt den ganzen Schwung mit euren Beinen ab, wenn ihr gegen die Wand kommt und müsst euch nicht mit den Armen abstützen, dann könnt ihr das Ganze auch mit mehr Schwung machen, das heißt aus dem Anlauf mit einem Bein abspringen. Das Wichtigste, worauf ihr beim Catlip achten müsst, ist die Position eurer Füße an der Wand. Das kann sehr unterschiedlich sein, je nachdem welchen Grip die Wand hat, welchen Grip eure Schuhe haben und ja, ob ihr von oben runter springt an die Wand sozusagen oder ob ihr von unten hoch springt an die Wand und ja, mit welchem Schwung und aus welcher Distanz ihr an die Wand rangeht. Das müsst ihr für euch so ein bisschen rauskriegen. Ganz wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr nicht zu frontal vor dem Körper seid mit den Füßen, sonst wenn ihr in die Knie geht, blockieren eure Knie euren Körper sozusagen, dass ihr nicht mehr mit den Händen an die Wand kommt. Das heißt, wenn ihr die Füße zu hoch an der Wand habt, irgendwie auf Hüfthöhe oder Bauchhöhe, kann es passieren, dass ihr halt mit den Händen nicht mehr an die Wand kommt, weil euch eure Knie einfach blockieren. Und wenn ihr die Füße zu tief an der Wand habt beim Landen, kann es auch passieren, dass ihr wegrutscht mit den Füßen und dann mit den Knien gegen die Wand haut. Das ist auch nicht so schön. Teilweise, wenn ihr aber von hohen Hindernissen runterspringt an der Wand, macht man das sogar mit Absicht, dass man mit den Füßen abrutscht. Wenn ihr das mit Absicht macht, dann ist es auch nicht so schlimm, weil dann zieht ihr die Knie schnell weg. Das ist dafür da, um einfach Schwung oder Druck abzubauen. Das ist so eine Erfahrungssache, da müsst ihr am besten klein anfangen. Sucht euch am besten Stellen, wo es nicht so tief runter geht zwischen den zwei Mauern oder macht das aus dem Stand an eine Mauer ran, die nicht so hoch ist und probiert erstmal da euren richtigen Punkt zu finden, so wie ihr euch wohlfühlt und wie es bei euch funktioniert. Wenn ihr den Armsprung lernen wollt, hilft es auf jeden Fall, wenn ihr den Prezi schon könnt. Den habe ich hier schon mal in einem Tutorial gezeigt. Was oft nämlich passiert, ist, dass die Leute sich oben auf die Kante vom Hindernis konzentrieren, wo sie mit den Händen ranfassen wollen. Und dann passiert es oft, dass ihr zu krass den Oberkörper nach vorne lehnt und mit dem Gesicht oder so oder mit den Händen halt zuerst an der Wand landet. Und dann ist der ganze Druck oder das ganze Gewicht auf den Händen. Das soll eben nicht passieren. Ihr sollt zuerst mit den Füßen landen. Da hilft es extrem, wenn ihr euch einfach den Punkt an der Wand, wo ihr mit den Füßen landen sollt, als Hindernis vorstellt, wo ihr ein Prezi drauf machen wollt. Dann könnt ihr nämlich genau wie beim Prezi abspringen, mit den Füßen zuerst da landen, das ganze Gewicht mit den Füßen abfangen und dann die Hände einfach nur noch oben zum Festhalten an die Wand bringen. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und weitergeholfen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu dem Move habt oder euch andere Tutorials von mir wünscht, schreibt mir das unten in die Kommentare. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Dann seht ihr auf jeden Fall meine neuesten Videos. Ansonsten erstmal viel Spaß draußen beim Trainieren und wir sehen uns wie immer beim nächsten Mal.